Beim Spiel gegen Argentinien zeigte die deutsche Nationalmannschaft viel Licht, aber auch viel Schatten. Es war an der Zeit, nur Licht zu sehen. Gegen Estland natürlich klar in der Favoritenrolle, wollte Deutschland von Beginn an klar machen. Hier geht nichts über auswärts 3 Punkte. Kai Havertz mit dem langen Ballbesitz, Waldschmidt zu Brandt, der steht nicht im Abseits. Und nach 10 Minuten war die Gastmannschaft schon auf der Siegerstraße, weil den Gastgebern hier gänzlich der Zugriff fehlt. Brandt sich davon schleicht und vorm Kasten dann eiskalt auch zuschlägt. Die Elf von Jogi Löw wollte schnell einen drauflegen, damit hier gar nichts wie Spannung erst aufkommen kann. Waldschmidt gegen Lebmetz, der aber parieren kann, auch gegen Weißrussland beim 0:0 am vergangenen Donnerstag immer wieder stark parieren konnte und das Tor zu Null hielt. Kurz vor dem Seitenwechsel eine Standardsituation für Deutschland von der rechten Seite. Da lassen sie sich Zeit, kurz ausgeführt. Gnabry und dann der Kopfball von Kai Havertz, der aber noch das 2:0 hier verpasste. Somit ging es mit einem knappen 0:1 in die Pause, doch es wirkte nicht so, als könnte hier irgendwas anbrennen. Julian Brandt aber bislang der einzige Torschütze des Abends. Doch nun wagten sich die Gastgeber aus der eigenen Deckung über die rechte Seite, die Flanke von Senjov und da ist dann Ojama, der plötzlich das 1:1 erzielt. Schöne Direktabnahme mit links und in der 51. Minute war schon mal die halbe Sensation geschafft. Ein Tor gegen Deutschland. Das Hinspiel war ja dramatisch für die Estländer. Da kassierten sie eine richtige Packung. Jetzt aber wieder Deutschland besser nach vorne unterwegs. Doch sie mussten eben diesen Eintreffer jetzt erzielen. Ein Unentschieden kann in dieser Gruppe mit Nordirland und den Niederlanden sehr, sehr schmerzhaft werden. Julian Brandt zu Kai Havertz, der stand häufiger im Mittelpunkt, steckt zu Waldschmidt und der haut das Ding rein. 73. Minute, die Deutschen wieder in Führung. Zu einfach in letzter Instanz und für Lebmetz dann nicht mehr zu verhindern. Nun Deutschland davon nochmal getragen, Brandt, Waldschmidt und jetzt wurde nochmal richtig gut Fußball gespielt. 10 Minuten später, Doppelpack für Luca Waldschmidt. Und gleichermaßen die Entscheidung in dieser Partie. Der Gegentreffer brachte kurze Verunsicherung in die Reihen der deutschen Nationalmannschaft. Doch das streifen sie dann ab und 2 Tore im Endeffekt von Waldschmidt entschieden die Partie klar und verdient für die Gäste.